Hi und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Endlich ist es mal wieder soweit. Hab lange auf dich warten lassen, aber jetzt sind wir hier wieder. Wir sind stehen geblieben im ersten Dungeon. Und wie wir es schon sehen können, es gibt hier diese Tür, wo wir nicht rein können, weil da Gitter vor sind. Es gibt diese Tür, wo wir einen Schlüssel benötigen, wie es scheint. Da, das ist, glaube ich, ein Schlüsselloch. Aber mit unserem neuen Dungeon-Item, oder allgemein unserem neuen Item, um genau zu sein, unserer Schleuder, können wir hier lang. Jetzt muss ich noch richtig aimen können. Nein. Ja, okay, das hat geklappt. Huh. Ich denke mal, es geht hier weiter, weil den anderen wüsste ich jetzt nicht, wie ich da reinkomme. Also, let's go. Was erwartet uns hinter diesem Gitter? Wir werden es nun herausfinden. Oh Gott. Weitere Spinnennetze. Bisschen näher. Ah, weg mit euch! Ich weiß nicht, wie ich die richtig effizient kaputt mache. So ist gut, oder? Okay, es hat gereicht. Oh Gott, eine Spinne! Darf ich hier durch, Spinne? Oh, nein, darf ich nicht. Ha! 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 Oh, oh, oh. Alter, die ist ja richtig aggressiv! Scheiße! Ausweichen! Ah! Und die ganze Zeit draufschlagen! Ah, du kriegst mich nicht! Mach mal drüber! No. What just happened? Okay, I guess. Was ist gerade passiert? Moment, gibt's hier unten irgendwas? Okay, Wunschheit runter. Nee, hier gibt's nichts. Wow! Minispin! Ja genau, kommt erstmal zu mir her! Richtig! Den oberen komme ich jetzt aber nicht, ne? Den muss ich leider abschießen. Ja, aimen kann ich. Ha! Die jahrelange Erfahrung von Shootern hat mir da wohl weitergeholfen. Okay. Was muss ich denn machen, wenn ich hier nicht vorbeikomme an dem? Oder muss ich ihn vielleicht irgendwie austricksen oder so? Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Hm. I don't know. Oh, lol! Lol! Oh mein Gott, ich habe so viel Glück, dass ich das gerade gesehen habe, ne? Lol, man kann hier runter. Das ist irgendwas. Ist das eine Statue? Ja, sieht eher aus wie eine riesige Vase, um ehrlich zu sein. Keine Spinnen, okay. Na komm, dann schießen wir es ab. Krieg ich es hin, Leute? Krieg ich es hin? Ja. Ey, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich heute aimen. Ich habe nicht geübt oder so. Und nun... Ist hier mehr Wasser? Aber wo hilft uns das? Hm. Wo hilft uns das weiter? Oh! Hier könnte Mario und Luigi eine Bohne ausgraben. Leider können wir das nicht. Zumindest noch nicht. Wo hat das jetzt geholfen? Ja, okay, hier ist jetzt Wasser. Schön und gut, aber... Was jetzt? Da kann ich nicht lang. Hm. Seltsam. Ziemlich seltsam. Da hinten ist eine Steintafel, sehe ich das jetzt. Ja. Moment. Komme ich jetzt vielleicht hier irgendwie weiter? Hier unten ist nämlich so ein Log und vielleicht kann ich jetzt da rüber. Nein, ich schätze, das ist ein Nein. Hm. Okay, ich habe wirklich gedacht, das könnte funktionieren. Lass mal kurz stehen und überlegen, was ich mache. Ja, komm, zack, zack. Hm. Keine Ahnung, Leute. Da komme ich wirklich nicht drauf? Nee. Ich dachte, ich komme da drauf und dann kann ich da hochklettern, aber es funktioniert nicht. Oder ich habe es falsch gemacht und jetzt werde ich es niemals herausfinden. Aber ich werde es nicht nochmal probieren. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Hallo? Wieder hoch, ich kann nicht tauchen, ich kann diesen einen einzigen Rubin nicht holen. Oh, so ein trauriges Leben, was Link hier gerade fühlt. Doch, ich habe da Ranken gesehen. Hier sind Ranken. Wie komme ich wieder hoch? Okay. Okay. Es gibt wirklich nichts, was ich machen kann, oder? Was ist denn das da? Eine Truhe! Jo, da oben ist eine Truhe!
Aber auf die komme ich sowieso nicht, oder? Von dort? Also von diesem Raum? Da ist sie vielleicht doch mehr in dem Raum. Oh, dann bin ich die ganze Zeit falsch, oder? Ah, oh, Gott. Ach, oh, Gott. Lass mal sehen. Irgendwas muss ich doch... Ne, von da kam ich raus. Genau, von da kam ich. Ich habe halt leider kein Schild, ist das Problem, ne? Warte, vielleicht hilft das ja. Moment, zack. Wow. Oh ja, dreh dich um, dreh dich um. Da. Ach, Link, du stirbst noch. Alter, wenn ich jetzt sterbe, ist das so peinlich. Okay, also ich muss ihn umdrehen. Und dann drauf. Da! Scheiße! Gott, das ist ein bisschen verbuggt. Ich brauche Herzen. Kann ich hier nicht irgendwo bei diesem Grasbüschel Herzen finden? Nee, oder? Ich muss jetzt meine Flasche nehmen. Habe ich nicht eine Flasche irgendwo? Ja? Ja, ich muss sie nehmen, sonst sterbe ich. Ah, mies. Ja, wie rüstet sich das denn aus? Mit R? Ah. Nee, die andere Flasche. Da. Ja, jetzt geht's mir besser. Na dann, Link. Oh, warte, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn ich sie betäube? Okay, noch eine Idee. Was ist, wenn ich sie umdrehe und dann abschieße? Jetzt. Nein, nein, das Ding. Das kann dauern. Ja! Jetzt drauf da! Hä? Hä? Da, da. Ey, ich bin rübergekommen. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Was? Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Unten? Darf ich hier bitte... Oh Gott. Okay, der Raum ist ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das schon im Original so war, aber... Ist ja auf jeden Fall ein bisschen verbuggt. Habe ich zumindest das Gefühl. Egal. Oben war ja in dieser Tür. Das heißt, unter Wasser ist der Schalter für die andere Tür? Ist es das, was er mir sagen wollte? Oh Gott, es tut mir leid, dass ich so schlecht bin. Oh, jetzt sehe ich's. Oh, ich sehe es. Ja, ja. Ach, komm. Ah, ich das vorher gewusst, hätte ich das alles skippen können. Ach, Mann. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich bin schlecht. In diesem Spiel. Ey, mein Aim ist aber gar nicht mal so schlecht. Immerhin etwas, I guess. Na, komm. Naja. Hey, ich bin wieder zurück. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich meine Kerne nicht richtig aufgesetzt habe und die ganze Asekund war. Toll. Passiert. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Kann passieren. Jetzt ist es auf jeden Fall gefixt. Ja, bitte verzeihen Sie mir, bitte. Danke. So, machen wir weiter. Oh, shit. Ein Bokablen. Ha! Her! Ich kann nicht richtig stechen. Das funktioniert manchmal nicht. Her! Fuck. Zu früh. Ravan! Aua! Was ist das? Ja, den nehme ich mit. Hallöchen. Na, wie komme ich denn da jetzt wieder lang? Moment. Wir sind so... Kann ich die abschießen? Ja! Yo! Fivehead! Fivehead, Leute! Ich hoffe, ich verpasse nichts. Wenn ich was verpasse, müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben, sonst finde ich es niemals. Oh Gott, das war knapp. Hey! Ha! Her! Oh, shit! Ha! Oh, Scheiße, hat sich die Richtung geändert. Jetzt ist es schon wieder.
Hör auf, deine Richtung zu ändern! Hör auf! Mein Gott, der spielt aber echt Spielchen mit mir, ne? Mein Gott. Es tut mir wirklich so leid wegen der Cam, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Triff die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Ey, dieses Spiel. Geh dahin! Nein, geh dahin! Nein, geh dahin! Oh, entscheide dich doch! Ganz ehrlich, entscheide dich doch, Spiel! Oh, warte, jetzt bin ich doch an der Kiste, oder? Bin ich jetzt bei der Kiste oben? Ja, nice! Schön, schön, schön! Du hast die Dungeon-Karte erhalten! Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst! Na, wenn das nicht episch ist! Okay, die Hälfte scheinen wir durchzuhaben. Sie weist sich außerdem auf Schatztroll hin. Behalte sie deshalb gut im Auge! Jetzt gibt's Fall. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Minus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt und ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesem keine Signallichter setzen kannst. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Was? Blöpp, blöpp, irgendwas? Na egal. Achso, doch, hier, die Karte auf Minus. Ja, blim. Zoom mal ein bisschen dran. Wüp. Ja, achso. Ja, zum ersten Mal eine Karte benutzen in meinem Leben, ja. Da habe ich was verpasst. Und da auch. Nee, Moment. Da war ich bei beiden. Nee, warte, da war ich nicht. Da war ich aber. Mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Ist der Schlüssel noch hier drin, ne? Womöglich. Womöglich, Freunde. Ha! Zur Sicherheit holt mein Schwert raus. Hier unten. Ne, da oben. Da oben. Moment. Oh, aufpassen. Ha! Dort ist was. Das könnte funktionieren. Ha! Ja! Oh, es hat geklappt. Schön. Das habe ich wirklich gar nicht gesehen. Ach, und jetzt steigt das Wasser an. Jetzt könnten wir mit einem Schlüssel in die mittlere Tür, aber diesen Schlüssel haben wir noch gar nicht. Und hier ist auch nichts. Auch nichts, wo ich runterkrabbeln kann. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Moment, vielleicht können wir jetzt im anderen Raum weiter, dort hinten. Jetzt, wo das Wasser so hoch ist. Ja, schaut, ich habe ja keinen Schlüssel. Ich kann es mal ausprobieren, aber bringt halt nichts. Ich habe ja keinen Schlüssel. Nope. Ja, komm. Ich vermute mal, dass es hier noch irgendwas gibt. Weil da gab es ja noch eine andere Seite, wo wir nicht rüber konnten. Aber jetzt, wo das Wasser so hoch ist, könnte es klappen, wenn das Spinnennetz nicht die ganze Zeit aufgebaut wird. Obwohl. Was ist denn eigentlich hier oben? Komme ich hier vielleicht lang? Was ist hier? Ein Secret? Eine Truhe mit einem Schlüssel? Was ist denn hier? Eine Abkürzung. Oh. Die sich aber auch ersetzt. Aber hier sind Treppen. Ich glaube aber nicht, dass das hilft. Hier sind ja auch Treppen und das muss ja nicht unbedingt was heißen. Verdammt, wo ist dieser blöde Schlüssel? Wo könnte der denn sein? Ja, wahrscheinlich in dieser Truhe. Okay, aber wie komme ich bitte zu dieser Truhe? Entweder von hier in diese Tür rein zur Truhe. Oder irgendwie von hier. Noch höher kann ich das Wasser ja leider nicht steigen lassen. Ich gehe nochmal hier lang. Ich versuche nochmal von der Truhe oben irgendwie weiterzukommen. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es trotzdem mal. Das ist eine kletterbare Wand. Als ob. War ich schon die ganze Zeit da? Und ich sehe es erst jetzt. Pock, Alter. Toll.
Das ist eine Spinne, aber als ob die mich da jetzt runterkriegt. Diese einzelne Spinne. Die kann doch gar nichts, oder? Du bist doch ganz lieb und nett. Ja. Ganz nette Spinne. Ich nenne ihn Gustav. Ciao, Gustav. Oh. Ja, den krieg ich jetzt nicht mehr. Okay, dann hat sich das geklärt. Dann holen wir uns den Schlüssel und dann weiter geht's, I guess. Oh. Oder wird das vielleicht doch nicht so einfach, wie ich dachte? Augen. Wie sie sich auch immer so umdreht, ne? Ich habe vergessen, wie ich das gemacht habe. Kann ich vielleicht auch gar nicht killen. Ja, jetzt habe ich sowieso keine Nüsse mehr. Ich brauche Dekonüsse. Dekonuss, Dekonuss. Ich brauche ganz schnell ganz viele Dekonüsse. Bitte geben Sie mir. Oh, komm schon. Game. Ja, Herzen sind schön und gut, ja. Aber ich brauche gerade. Ich desire Dekonüsse. Ach so, Moment, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Beide gleichzeitig wahrscheinlich, oder? Oh, aber da kann ich nicht stehen, weil die Spinne da steht. Oh. Das ist das Problem. Weil da kann ich die wirklich nicht beide gleichzeitig besiegen. Ich muss mich umdrehen, sonst ist es kompliziert. Mann. Soll ich da wirklich stehen? Ist das mein Ziel, dass ich da stehe? Ja, tatsächlich. Ich muss da stehen, sonst sehen die mich nicht beide. Das ist das Ding. Wie zum Fick besiege ich bitte diese scheiß Spinne? Dieses eine Skulltula. Diese überdimensional große Spinne lebt in den Tiefen des Waldes und spinnt enorm lange Fäden. Sie fängt ihre Beute in ihrem Netz und greift sie danach an. Ihr Rücken ist gepanzert, ihr Bauch jedoch ist sehr empfindlich. Ich bin gerade dabei, ihr Verhalten genauer zu analysieren. Du hast diesen Gegnertypus insgesamt nur mal besiegt, so hält sich. Sehr ungeschickt. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wie ich gegen den ankomme. Um ihren wunden Punkt zu verbergen, wendet sie ihrem Feind stets den Rücken. Du musst versuchen, die Skulte da umzudrehen und ihren Bauch treffen zu können. Also das gleiche, was ich die ganze Zeit versuche, aber. Es funktioniert ja anscheinend nicht. Ich kann da nicht stechen. Ich kann nicht stechen. Vielleicht anvisieren hilft, vielleicht. Ich kann nicht stechen. Oh, jetzt. Yo. Ich hab's geschafft. King. Oder so. Keine Ahnung. Komm. Egal. Oh mein Gott. Ich weiß endlich, wie ich die kille. Oh. Jetzt bin ich vielleicht noch schlecht in dem Spiel. Aber ihr werdet schon sehen. Am Ende des Spiels bin ich Profi. Mach den Boss No-Hit. Und was finden wir hier? Einen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Oh, finally. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Ich muss das wahrscheinlich alles rausschneiden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was muss ich denn machen? Okay, ich glaube, ich überlege zu viel in diesem Spiel. Ohne Witz. Ich glaube wirklich, ich überlege zu viel. Naja, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir weiter. Also, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssten ja eigentlich alles bisher haben. Deshalb, let's go. Was haben wir denn hier Schönes? Einen riesigen Raum. Okay. Hm? Ah, Nüsse. Gut. Noch mal ein paar Nüsse. Kann ich dich auch analysieren, mein Freund? Kann ich dich auch analysieren? Dies ist ein grüner Bock. Dies ist ein grüner Bockblin. Diese Bockblin-Art ist
lebt bevorzugt an dunklen Orten und meidet Tageslicht, was der Haut ihre grüne Färbung verliehen hat. Ihre sonstige Lebensweise ähnelt der ihrer Artgenossen, womit sie sich auch die große Vorliebe für Unterwäsche mit lustigen Mustern erklären lässt. Okay, oh. Und was sagst du zu der Fledermaus? Ah! Dies ist ein Flederbeißer. Diese Wesen sind weit verbreitet und halten sich vorwiegend in Höhlen und Gebäuden auf. Zubats leben meist in Gruppen und schlafen tagsüber. Kommt man ihnen zu nah, so wachen sie auf und setzen Blutsauger ein. Okay, danke für den Hinweis. Und zählige von euch besiegt schon. Stechen. Stress. Aua! Arschloch! Ach Mann, ich hätte treffen können. Scheiße! Fledermaus! Ah! Ah! Das ist wie die beste Taktik, die ich habe. Einfach. Da-da-dam! Du hast einen Schmuckschädel erhalten. Diese Nachbildung eines Schädels ist das Symbol des Bockblins. Neues Quest-Item! Oder Sammelobjekt. Whatever. Bei den Dingern muss ich irgendwie ein bisschen an Windbreaker denken. Aber was ich sagen wollte, beste Taktik ist immer noch das hier. Weil es funktioniert halt, wie ihr gesehen habt. Okay. Ich soll nach links. Da hinten ist noch ein Safe Point. Ein paar Herzen könnte ich jetzt gebrauchen. Herzen, habe ich gesagt. Da oben ist ein Herz, aber da komme ich nicht dran. Oh, ich wollte gerade fragen, wie kann das fliegen? Kann es nicht. Noch kurz abspeichern. Ja, bitte. Ich möchte das nicht alles nochmal neu machen. Auch wenn die Kamera leider am Anfang ein bisschen kacke war. Sorry dafür. Speichere ich das trotzdem ab, weil ich nicht nochmal neu machen will. Aber hier komme ich nicht lang. Ich brauche den Schlüssel. Warte, hier kann man lang. Ich bin das Innere. Ja, das kann man tatsächlich. Da oben. Das abschießen. Na komm. Pow! Ja, hat geklappt. Ich bin ziemlich gut in Aim. Tja. Viele Shooter-Fanatiker wünschen sich, sie wären so gut wie ich. Was? Bosskampf! Zwischenboss! Gegen einen! Ein Stahlfoss! Dieser Skelettsoldat war einst ein Ritter, doch in seiner untoten Form ist er stärker als je zuvor. Nutze eine Schildattacke, um Stahlfoss Angriffe zu kontern und seine Arme zu zerstören. Ich hab kein Schild! Wollt ihr mich veräppeln? Ich hab kein Schild! Okay, komm. Okay. Bam! Immer gucken, wie er gerade seine Schwerter hält. So kann man sehen, welche Attacke gerade sehr effektiv ist. Oh, aua, 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 weg, 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 weg. Rollen, wegrollen. Geht nicht? Scheiße, das ist ja gut. Herz, 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 Herz. Nein. Der hört sich, ouch. Der hört sich irgendwie an wie ein Knochentrocken, um ehrlich zu sein. Er hört sich wirklich an wie Knochentrocken. Ja! Ich hab ihn! Und dadurch erscheint eine neue Truhe. Ja, bevor wir die öffnen... Ich möchte das Geräusch nicht mehr hören. Gib mir bitte Herzen. Da oben ist noch ein Herz. Wie willst du denn da rankommen? What? What? Okay. Komisch. Okay, komm, lass uns die Truhe öffnen. Bom, bom, bom. Du hast den Käfer erhalten. Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Dungeon-Item? Anscheinend. Bewege das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dorthin fliegen zu lassen. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert.
seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern, sowie kleinere Objekte treffen oder mit seinen Zangen zerschneiden können. Drücke ZR, um das Fluggerät zum Abflug bereit zu machen. Und rechts, um mehr über seine Bedienung zu erfahren. Cool. Das heißt, so kriege ich dann... Oh! Gib mir das Herz! Oh! Kann ich das kaputt schneiden? Ja! Da war eine Fee! Da war eine Fee! Da war eine Fee! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab das... Nein! Was? Nein! Fee! Scheiße! Jetzt ist die Fee weg. Scheiße! Warte, ist hier oben irgendwas? Muss ich irgendwo einen Schalter legen? Was? Was ist das für ein Strahl hier? Nein! 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 Tot! Pow! You are dead! Nicht so gut. Okay, den muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Ah, hier! Habe ich unendlich von denen? Muss ich den nicht irgendwie aufladen? Er stirbt einfach jedes Mal und dann kriege ich ihn wieder. Ah, der stirbt nicht. Er fliegt einfach wieder zurück. Oh, wie cool. Wieso gibt es das eigentlich nicht in anderen Zelda? Das ist ja richtig cool. Das ist locker einfach exklusiv zu diesem Spiel, oder? Warte, die Fee, die ist jetzt weg, oder? Was habe ich genannt? Nichts. Gut. Fee, Fee, Fee. Sie ist doch da. Huh. Da-da-da! Mike, du bist schlauer geworden. Plus ein Experience Point. Nice. Du stirbst mal bitte. Zick, zack. Hä? Ah, Steuerung. No. Hat's geklappt? Haha. Bam! What? What? Scheiße. Okay, komm, lass mich in Ruhe. Alter, der spuckt mich an. Scheiße, weg, 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 weg. Okay, lass uns überlegen. Hier können wir immer noch nicht lang. Aber was wir machen können, ist unseren kleinen Freund hier hochschicken. Und er kann dann gucken, was es hier oben gibt. Du bist tot, hau ab, Nervensäge, BAM! Und ein Rubin, habe ich jetzt leider nicht bekommen, schade. Egal. Warte, lebe ich jetzt eigentlich noch mit dem Ding oder ist er tot? Ist tot, okay, gut. Lassen wir es lieber noch. Vielleicht ist da noch eine Fee drin und dann speichere ich die aber auf. Aber Leute, ich würde sagen, ich spare mir diesen Part noch lieber auf. Bis... Nein, bleiben. Aber Leute, ich würde sagen, ich spare mir diesen Dungeon für die nächste Folge auf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal vorbei bei Zelda.